Hallo zusammen, ich besuche heute den Körpermanager Fitnessclub von Erik Grandiana Risoa und seinem Team hier in der Kölner Südstadt. Ja, Erik hat hier vor 2 Jahren einen ganz exklusiven Fitnessclub gegründet und hier kann man 24 Stunden am Tag trainieren. Jedes Mitglied hat einen eigenen Schlüssel und ich möchte heute mal die Gelegenheit nutzen und Erik ein paar Tipps entlocken und so ein bisschen über das Zusammenspiel zwischen beruflichem Erfolg und körperlicher Fitness sprechen. Ja, hallo Erik, schön, dass wir heute da sein dürfen. Ich hatte eingangs schon so ein bisschen was über den Körpermanager erzählt. Deine Trainingsphilosophie ist es ja, kein Massengeschäft zu betreiben. Was hebt denn dein Club von anderen Clubs ab? Ja, Fitnessstudios gibt es ja viele und ich habe mir einfach überlegt, was kann man machen, um sich abzuheben. Und hier bei uns im Körpermanager Club gibt es keine Öffnungszeiten, sondern jeder Kunde oder ich sage gern jeder Gast hat hier einen eigenen Schlüssel und kann kommen und gehen, wann er möchte. Ja, und das zweite ist, Fitnessgeräte haben ja selten viel Charme, sind ja so ein bisschen klobig, massiv. Und ich habe mir einfach überlegt, ja, wie kannst du das Ganze in Ambiente bringen, dass das Ganze beim Training ein bisschen mehr Spaß macht und dass die Leute sich heimisch fühlen. Ja, du hast ja auch einige Geschäftskunden und Führungskräfte, die hier trainieren und auch von dir persönlich trainiert werden. Wie ist denn deiner Meinung nach so das Zusammenspiel zwischen körperlicher Fitness und beruflichem Erfolg? Ja, also beruflicher und sportlicher Erfolg haben sehr, sehr viel gemeinsam. Da kann man jetzt eine ganze Menge aufzählen. Ich sag mal Zielstrebigkeit, Disziplin, Ausdauer, Durchhaltevermögen, konsequent sein. Also ich glaube, da könnte ich jetzt auch den ganzen Tag erzählen. Oftmals ist es wirklich so, dass beruflich erfolgreiche Menschen auch sportlich erfolgreich sind und natürlich auch umgekehrt. Ja, also ich denke, viele Berufstätige ist es ja rein vom hohen Arbeitspensum her sehr schwierig, sportliche Aktivitäten in den Alltag zu integrieren. Wie kann man sich denn motivieren, gleich mal vor der Arbeit oder auch abends noch nach der Arbeit zum Sport zu gehen? Oder wie kann ich auch generell sportliche Aktivitäten in den Alltag integrieren? Ja, also das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Und ich sage immer ganz gerne, man muss sich selber so ein bisschen austricksen. Ja. Und austricksen kann man sich und beziehungsweise ein bisschen mehr Verbindlichkeit schaffen kann, indem man sich einen Trainingspartner sucht. Ja? Vielleicht irgendwie mit einem Kumpel, mit der Lebensgefährtin oder mit dem Personal Trainer, der sich verabredet zum Training. Es geht aber auch, dass ich mir eben meinen Sport in den Alltag so integriere, dass ich halt sage, ich mache es immer vor dem Büro, dann habe ich es schon weg. Zum Beispiel für die Personen, die wissen, nach dem Büro bin ich faul, da bin ich einfach kaputt, da mache ich es sowieso nicht mehr. Die Sporttasche direkt schon im Auto haben, dann muss man nicht erst nach Hause fahren, ja, bleibt dann auf der Couch kleben, weil eins ist ganz klar, wenn ich einmal auf der Couch liege, ich glaube, da komme ich nicht mehr hoch. Ja, also wir kennen ja alle so kleine Versuchungen und Fallen aus dem Berufsalltag, ein Meeting mit süßen Leckereien oder Networking-Veranstaltungen mit Buffets, Fingerfood und leckeren Desserts. Wie kann ich dann auch im Berufsalltag gesunde Entscheidungen treffen und wenn es Auswahlmöglichkeiten gibt, wozu sollte ich am besten sein? Ja, das ist tatsächlich ein Problem, was viele unserer Kunden haben. Also ich sag mal, die große Meeting-Falle und dann da sitzen und dann sind da nur die Plätzchen oder Kekse, die vor einem stehen. Ja, erstmal eine generelle Antwort, die Vorbereitung. Ja? Also einfach vorbereitet sein. Ich weiß ja, dass das Meeting ansteht. Und wenn ich mich vorbereite, mir schon mal so ein bisschen Gedanken mache und vielleicht sage, okay, ich nehme mit Eiweißriegel mit oder aber ich mixe meinen Eiweißshake an, das geht überall auf der Welt. So eine Regel in die Hosentasche gesteckt geht auch, dann bin ich einfach, wie gesagt, ja, falle ich nicht auf die Falle rein, machen wir uns dabei. Also ich würde sagen, wir sind bei uns im Büro schon sehr vorbildlich. Wir bekommen jede Woche einen großen Obst- und Gemüsekorb und der wird sich auch gerne mal bedient. Nichtsdestotrotz greifen wir ganz gerne auch nachmittags schon mal zu so einer Cola zurück als kleiner Energiekick. Was sind denn deine Empfehlungen für Power-Snacks auf der Arbeit und was sollte in der Schreibtischschublade nicht fehlen? Ja, also die typischen Power-Snacks, wie es die auch früher mal gab, das heißt das Traubenzuckerpäckchen oder aber die Schokolade, die dann eben weggeknackt wird, das sollte es auf gar keinen Fall sein, weil es gibt immer nur ganz kurz ganz viel Energie und danach, nach 20 Minuten, habe ich das gleiche Problem wieder. Ich bin großer Freund von Gemüsesticks. Die kann man machen mit Gurken oder aber Paprika, das bietet sich gut an, das kann man zu Hause schnibbeln. Oder aber Cherry-Tomaten bieten sich da an. Oder ganz klassisch, kennt jeder aus dem Kindergarten, hat die Mama immer gemacht, die Vollkornstulle schmieren morgens, dann habe ich die dabei, da eben zweimal reinbeißen, das ist viel, viel besser als alles andere, was ich irgendwo so in einem Automaten in der Kantine kaufen kann. Ja, Erik, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Mich hat auf jeden Fall überzeugt, neu motiviert.
Und ja, ich hoffe, dass du uns demnächst mal besuchen kommst, wir mal ein kleines Lauftraining mit den Kollegen machen. Ne? Ja, dazu seid ihr herzlich eingeladen, beziehungsweise habe ich ja gesagt, dass wir das gerne mal machen. Ich komme gern zu euch und dann motivieren mal alle Kollegen, dass wir auch genug Leute zusammenbringen. Dann freue ich mich drauf. Genau, ja, super. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.